Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung erweckt offenbar ein neues nationales Sicherheitskonzept. Nach den Gewalttaten der vergangenen Tage werde überlegt, zur Unterstützung der Polizei eine Art Reservistentruppe einzusetzen, berichtet die Bild-Zeitung. Die Rede ist von Freiwilligen mit militärischer oder polizeilicher Ausbildung. Auch die bayerische Landesregierung will Konsequenzen ziehen. Heute beginnt eine Klausurtagung des Kabinetts. Ministerpräsident Seehofer von der CSU will unter anderem mehr Polizisten einstellen. Dem Münchner Merkur sagte er, die Aufstockung werde signifikant sein. Der türkische Präsident Erdogan hat in einem ARD-Interview Vorwürfe gegen die EU erhoben. Die Gemeinschaft habe Vereinbarungen in der Flüchtlingspolitik gebrochen und die versprochene Visafreiheit für Türken, die in die EU einreisen wollen, nicht umgesetzt. Zum Ausnahmezustand in seinem Land sagte der Präsident, dieser werde so lange dauern, bis sich die Lage normalisiert habe. Die türkischen Behörden hatten gestern Haftbefehle gegen 42 Journalisten erlassen, um Hintergründe des Putschversuchs aufzuklären. In Japan sind bei einem Amoklauf in einem Heim für geistig Behinderte mindestens 19 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurden 26 weitere verletzt. Ein früherer Mitarbeiter der Einrichtung stellte sich kurz nach der Tat auf einer Polizeistation. Der 26-Jährige habe eine Tasche mit Messern und scharfen Werkzeugen dabei gehabt. Das Motiv ist noch unklar. Zum Auftakt des Parteitags der US-Demokraten in Philadelphia hat US-Senator Sanders seine Unterstützung für die Präsidentschaftskandidatur Hillary Clintons ausgesprochen. Er forderte die Delegierten zum Schulterschluss gegen den Republikaner Trump auf. First Lady Michelle Obama erklärte, bei der Präsidentschaftswahl im November gehe es auch um die Zukunft der Kinder in den USA. Hillary Clinton soll heute offiziell als Präsidentschaftskandidatin nominiert werden. Die Tagesschau meldet sich wieder um 6:30 Uhr.